Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn. Gleich geht's zum Milchstraßen-Shooting, aber vorher habe ich noch ein paar Minütchen Zeit, um euch ein, zwei Sachen zu meinem L-Winkel zu erzählen. Ich habe hier auf meiner Kamera einen ganz, ganz einfachen L-Winkel, also wirklich so ein Universal-Standard-Ding. Und ich sage euch auch, warum ich den nutze. Das hat zum einen mit der Stabilität zu tun und zum anderen mit meiner Faulheit. Ich zeige euch jetzt erstmal Thema Faulheit. Wenn ihr nämlich ein Bild macht und ihr spannt den L-Winkel im Querformat so rein und ihr richtet die Kamera komplett symmetrisch aus, um euer Fotomotiv zu machen, ja? Das ist die eine Sache, Bild ist gemacht. Und jetzt, wenn ihr sagt, okay, jetzt möchte ich das Ganze auch noch im Hochformat machen, dann dreht man ja, wenn man bequem ist, meistens so die Kamera und spielt am Kugelkopf und neigt die Kamera dann so nach unten. Dann, wenn ihr das jetzt mal genau beobachtet, seht ihr aber, dass sich der Winkel und die Position von dem Objektiv komplett ändert. Ja? Das steht jetzt plötzlich links. Also sind jetzt zwar nur 5 cm, aber die ganze Perspektive ist verschoben. Und was auch noch sein kann, durch diesen Move steht die Kamera auch nicht mehr in der Waage. Dann fangt ihr wieder an, hier an den Füßen, hier an den Beinen vom Stativ rumzuhantieren, um die Kamera gescheit auszurichten. Weil eben, es kommt eben auf den Untergrund an, ob dann die Kamera wirklich auch in der Waage steht. Weil hier habt ihr so einen Punkt, da kommt ihr nicht mehr weiter runter. Und ich sehe jetzt ja auch hier, meine Wasserwaage zeigt an, die Kamera steht nicht safe. Deswegen nochmal, wenn ihr einen L-Winkel habt, die Kamera steht komplett in der Waage, macht ihr es auf, baut die Kamera hier genau mittig rein und dann müsst ihr auch das Stativ nicht mehr anfassen oder verrutschen. Deswegen habe ich den L-Winkel. Und vielleicht der dritte Punkt ist auch noch, der L-Winkel schützt auch vielleicht hier die Kamera, also den Boden der Kamera und ja, vermeidet einfach Kratzer, wenn man die jetzt hier auf die Steine oder so legt. Ist das nochmal ein guter Schutz. So, das war jetzt meine kurze Ansprache zu meinem Standard-L-Winkel. Ich habe hier einen echt ganz billigen für 10, 15 Euro oder so auf Amazon gekauft. Den verlinke ich gern. Aber jetzt geht es zum Milchstraßen-Shooting. Und zwar zu einer ganz kleinen Kapelle hier in der Nähe vom Ammersee. Die habe ich mir auf Fotopilz rausgesucht. Die kenne ich auch noch nicht. Bin echt gespannt, ob es da funktioniert und welche Herausforderungen dort auf mich warten. So, jetzt sehen wir uns gleich oben an der Kapelle. 30 Minuten Autofahrt. Jetzt mache ich aber noch ein, zwei Fotos hier am See von diesem wunderschönen Baumstamm. Und das Ganze mache ich jetzt hier ohne Filter, ohne alles. Vorhin schon ein, zwei Bilder aus der kniehohen Position gemacht. Jetzt machen wir das Ganze hier nochmal aus einer etwas höheren. Dann schließe ich jetzt mal die Blende ein bisschen, dass ich länger belichten kann. Bin jetzt hier so bei circa 4 Sekunden. So auf einer 18er Blende, fokussiere auf den Baumstamm und dann schauen wir mal, bam, ist was geworden, sau gut, sehr, sehr schön. So, jetzt freue ich mich aber auf Milchstraßen-Shooting. Okay, Freunde, wir haben gleich 21 Uhr, heute ist der 22. September und der Himmel ist wolkenklar, also beste Bedingungen hier diese Location jetzt zu nutzen, um das Milchstraßenfoto zu machen. So, jetzt zur Location. Ich stehe hier an einer ganz kleinen Kapelle, die mitten an der Landstraße, also an der Hauptstraße steht. Hier fahren in einer Tour die Autos vorbei und ja, diese Lichtkegel sind wirklich, wirklich nervig, vor allem hier bei so einem Milchstraßenshot. Es wird jetzt echt spannend, wie ich meine Bildkomposition hier finde. Und ich zeige euch jetzt mal die Kapelle, wie sie aussieht und wo die Herausforderung hier liegt. So, Freunde, das ist die Kapelle und ihr seht, hinter mir ist diese Hauptstraße, wo die LKWs einfach vorbeidüsen. Das Gute ist, wenn die jetzt den Berg hier hochfahren, leuchten sie die Kapelle von der linken Seite ein bisschen an. Da habe ich ein bisschen Licht. Was jetzt hier allerdings schwierig ist, ist der Baum neben der Kapelle. Und genau hinter dem Baum geht auch die Milchstraße mehr oder weniger auf oder da ist sie zu sehen. Das heißt, ich muss die Kapelle in dem Fall an den linken Bildrand setzen. Und da kann es natürlich sein, dass bei so einem Weitwinkel mit meinem 14 mm, dass die mir vom Turm her zusammenfällt. Das ist jetzt hier die Herausforderung. So, jetzt kurz zu meinem Setup. Meine Kamera A7 III von Sony steht auf einem Stativ und ich verwende hier mein 14 mm Sony Objektiv. Das hat eine 1,8er Blende und mit dem Objektiv bin ich in der Lage, die Milchstraße ziemlich gut auch einzufangen. Und als allererstes gehe ich die Bildkomposition an und da behelfe ich mir
meiner Bright Monitoring Funktion oder hellen Überwachungsfunktion. Die habt ihr auch in der A74 Kamera, auch in der A7C habe ich es oder jetzt eben auch hier in meiner A73. Und da zeige ich euch mal, wie ich die Bildkomposition hier jetzt finde im Dunkeln. Auch wichtig ist zum Fokussieren, ich fokussiere jetzt nicht auf diese Kirche, obwohl die mein Hauptmotiv ist, ich fokussiere auf die Sterne. So mache ich das halt eben, weil mir ist die Milchstraße in dem Fall wichtiger als die Kirche. Die ist nur Beiwerk, also nicht das Hauptmotiv sozusagen. Hier seht ihr jetzt nochmal den Unterschied ohne helle Überwachung. Jetzt drücke ich meine C4-Taste. Da. Und schon sieht man hier die Milchstraße links neben der Kirche und die Kirche. Und so mache ich das Bild auch, so ist die Kamera super gut ausgerichtet. Im nächsten Schritt wähle ich jetzt meine Belichtungszeit. Ich weiß, bei dem Objektiv habe ich die Möglichkeit, mit 15 Sekunden die Bilder zu machen, damit ich keine Striche in den Sternen habe. 1,8er Blende ist auch vorgegeben. Jetzt kann ich hier nur noch an der ISO nach oben drehen und wähle jetzt hier irgendwas mit 1600, irgend sowas aus, dass ich hier auf plus minus 0 ungefähr rauskomme. Und das wären jetzt hier so die Einstellungen für dieses Bild. Kirche in der Mitte, Milchstraße links daneben. So, Freunde, mache ich das Bild. Manuell fokussiere ich auf die Sterne an. Dann gehen wir mal hier hoch auf irgendeinen hellen Stern, hier oben zum Beispiel. Schnappen wir uns mal den, gehe ich noch näher ran, ziehe den Fokus hier an der Blende, alles ist unscharf, jetzt mache ich es ganz, ganz gemütlich. Zack, hab den Stern bockscharf und mache das Bild so, wie es ist. Gehe nochmal in die helle Überwachung rein, so wird das Bild sein. Ich hoffe, dass nicht zu viele Autos hier durchfahren, aber so machen wir jetzt das Foto und schauen uns die Sache an. 3, 2, 1. Und die Kamera arbeitet jetzt genau 15 Sekunden lang auf einer 1,8er Blende, ISO 1600. Und gleich ist es soweit. Bam! Und hier habe ich diesen Lichtstreifen vom Auto. Deswegen noch ein, zwei Versuche ohne Scheinwerfer, aber das wird jetzt schwierig. Also ich bin eigentlich happy, was die Milchstraße angeht, nur noch nicht mit den Autos, die hier durchfahren. Deswegen brauche ich jetzt hier einfach noch Geduld, um einfach einen Moment abzupassen, wenn hier kein Auto durchfährt, weil diesen weißen Lichtstrahl, den will ich nicht unbedingt haben. Aber sonst ist das hier ein ganz gutes Motiv und es scheint gut zu gelingen, die Milchstraße hier einzufangen. Und wenn ich jetzt noch 3, 4 Versuche hier habe, ich habe jetzt eigentlich eine ganze Stunde Zeit, da ist die sichtbar, aber ich denke, in 3, 4 Versuchen bin ich durch. Zeige ich euch noch die Nachbearbeitung in Lightroom Classic bei mir auf dem Rechner. Solange da die Autos durchfahren, noch einen kurzen anderen Hinweis. Mein Fotokollege, der Erwin hier aus Österreich, ist auch mit mir hier. Der fotografiert mit einer Nikon-Kamera, die Z7II, glaube ich, hast du. Und er hat noch von vorhin sein Landschaftsfotografie-Objektiv drauf. Und das ist zwar ein super tolles Teil mit, glaube ich, 14 mm geht's los bis 30. Allerdings hat es nur eine 4er Blende, also die kleinstmögliche Blendenzahl ist F4. Und die Bilder, die sind einigermaßen okay, sage ich mal, aber nicht vergleichbar, die F4er Blende mit einer 1,8er Blende. Wenn der Erwin nachher so nett ist oder morgen schickt mir ein RAW-Foto, dann habt ihr so eine Vorstellung, was man mit einer 4er Blende machen kann. Hier in dem Fall auch mit 15 Sekunden Belichtungszeit und ISO 3000, da circa sind wir, glaube ich, ne? ISO 2000. Da seht ihr so den Unterschied zwischen einer 1,8er Blende, den Möglichkeiten auf 14 mm und einer F4. Nur so als Side Story. Aber ich sage auch, lieber macht er so ein Foto als gar kein Foto von der Milchstraße. Und da läuft der Erwin jetzt auch Gefahr, Blut geleckt zu haben am Milchstraßenthema. Jetzt gehe ich hier nochmal rüber und versuche mein finales Bild zu machen. Das ist ein guter Zeitpunkt. Einstellungen sind alle gleich. Das ist ja das Schöne, wenn man hier wirklich im manuellen Modus ist. Nein, mein Kameralicht ist an. Ey, es passiert doch immer ein Scheiß. Oh Gott. So Leute, es hat jetzt glaube ich 4 oder 5 Versuche gebraucht, um das richtige Timing zu finden, dass hier kein Auto durchfährt. Aber es hat echt funktioniert. Schauen wir das Bild nochmal an. Ich bin mega happy. Dadurch, dass
die Autos ganz langsam hier auf die Kirche zufahren, aber noch nicht im Bild zu sehen sind, ist die Kirche auch angeleuchtet von beiden Seiten. Und das ist jetzt hier gerade das Schöne. Die Milchstraße ist links oben zu sehen. Schönes, weiches Licht eigentlich. Das gefällt mir. Cool. War ein Erfolg. Schöne Aktion, mal einen neuen Spot hier zu sehen. Wenn ihr wissen wollt, wo ich stehe, ich bin ja an der Landstraße von Weilheim Richtung Murnau runter. Und ich weiß gar nicht, St. Andreas heißt die Kirche, glaube ich. St. André oder St. Andreas. Direkt an der Landstraße. Jetzt auch im Hochkantmodus wähle ich hier meine helle Überwachung. Die Kamera ist auf meinem L-Winkel genau mittig ausgerichtet. Die Milchstraße ist hier zu sehen. Und auch hier mit genau denselben Einstellungen. Selber Fokus, selbe okay. Belichtungszeit mache ich hier das Bild. Und jetzt an meinem Hochkant auch mal ein schönes Instagram-Bild. Bam, hier, schaut her. Kirche ist einigermaßen gerade im Bild zu sehen. Echt toll. So gefällt mir das Bild ja fast noch mehr, weil du siehst halt die ganze Milchstraße, das galaktische Zentrum, links neben dem Baum. Und die wandert immer weiter hier nach rechts. Und die Kapelle scheint ein ganz beliebtes Motiv zu sein. Michael ist auch mittlerweile da, hat jetzt hier reingeschummelt, besser gesagt. Er war vorher schon da und war hier im Feld und hat die Bilder von weiter weg gemacht. Und du hast die Kapelle auch aus Zufall entdeckt, aus dem Auto raus, oder? Quasi, ja. So, jetzt stehen wir hier zu dritt und in aller Ruhe eigentlich und machen hier noch ein, zwei schöne Bilder. Und ich habe auch gerade gemerkt, im Hochkantformat gefällt mir das Bild tatsächlich noch besser, weil die Milchstraße noch schöner und ja, deutlicher zu sehen ist. So, meine RAW-Fotos bearbeite ich mit meinen eigenen Vorlagen und als erstes wende ich hier mein Milky Way Ziggy Preset an. Da klicke ich mal drauf, um das Bild hier etwas zu entschärfen und hier eine gewisse Blaufärbung dem Bild zu geben. Der Weißabgleich ist jetzt hier auf 3300, den setze ich jetzt mal ein kleines bisschen höher, sagen wir mal hier auf 3,8, 3,7. Da liege ich einigermaßen richtig. Und als nächstes geht es jetzt hier in die Pinsel. Und da wähle ich mir jetzt den ersten Pinsel aus, gehe hier in meine benutzerdefinierte Vorlage Nummer 1, Tiefen in der Milchstraße abdunkeln. Da klicke ich drauf, wähle hier eine Dichte von ca. so 38, 39 und male jetzt hier mit dem Pinsel einfach nur hier die dunklen Stellen der Milchstraße nach. So, das reicht. Dann wähle ich den zweiten Pinsel. Pinsel Nummer 2, den sieht man hier, Milky Way Pinsel, Einfärbung der Milchstraße. Zack, da gehen wir da drauf. Auch hier male ich jetzt hier schön drüber. Und da seht ihr schon, dass die Milchstraße so einen schönen rötlichen, lilafarbenen Ton bekommt. Genau. Umso länger man hier einfach drüber malt mit der gedrückten Maustaste, desto besser kommt diese Milchstraße aber auch zur Geltung. So, dann Nummer 3, erstelle ich nochmal eine Maske und zwar wähle ich jetzt den Himmel aus und gehe auch hier in meine Vorlagen, die Nummer 3, Maske, Himmel umkehren, der Vordergrund wird heller. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Jetzt ist erstmal der Himmel heller geworden, aber jetzt kommt der Clou, man klickt jetzt hier einfach auf Umkehren und schon wird jetzt der Vordergrund super schön hell. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu übertrieben, zu hell. Deswegen kann ich hier meine Belichtung noch ein Stückchen runtersetzen. So in etwa. So, das war mein fertiges, bearbeitetes Bild in weniger als 2 Minuten. Was man vielleicht noch insgesamt machen kann, ist hier ein bisschen noch das Rauschen rausnehmen. Die Rauschminderung kann man hier vielleicht einfach mal so auf 20, 30 oder sowas setzen. Dann entrauscht das Bild hier vor allem in den dunklen Bereichen. Aber das war es so. Habe ich mein Bild bearbeitet und so wird es auch exportiert. Wie ihr gerade gesehen habt, meine Bilder habe ich mit meinen Lightroom-Vorlagen für die Milchstraßenfotografie bearbeitet. Wenn ihr auch Interesse habt, mit diesen Vorlagen zu arbeiten, ladet sie gern herunter. Hier unten ist der Link zu sehen zu meiner Webseite, zum Webshop. Die sind eine super Erleichterung, weil in 2 Minuten kommt ihr wirklich zu brauchbaren Ergebnissen.
Vielen Dank, Freunde, dass ihr bis jetzt wieder dabei geblieben seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn das Video hilfreich war, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Das erleichtert mir die nächsten Videos, wenn meine Videos nämlich angeschaut und geklickt werden. Bye bye, euer Sigi, heute von der Kapelle San Andreas.